So, wirklich aufgeregt? Auch von meiner Seite aus, guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie alle hier zu sehen und später ist es vielleicht auch einige, die den Film anschauen werden. Ich fange an mit einer Pappe, wie man bei uns so schön sagt. Das ist der nächste, bitte, von Michel Escoffier und Mathieu Maudet, ein Buch aus dem Moritz Verlag. Und viele werden vielleicht denken, Gott, eine Pappe, wie uninteressant ist das denn? Aber die Pappen sind wirklich die kleinen Kunstwerke, die großen Schätze, finde ich immer im Bilderbuch. Das ist wirklich der erste Schritt, wie wir sagen, eigentlich zum Lesen lernen. Die Kinder erleben ihre Welt das erste Mal abgebildet in einer kleinen Geschichte. Sie lernen, wo etwas spielt, wann etwas spielt. Sie sehen Gesichter, die ein fröhliches und trauriges Gesicht haben, lernen die Gefühle zu interpretieren, lernen zu sehen, wie Gesichter oder Personen miteinander interagieren und verfolgen auch eine Geschichte. Und manchmal gibt es ja auch noch eine Geschichte hinter der Geschichte, wenn sie genau gucken. Und das funktioniert nämlich hier auch bei diesem ganz einfachen, auf den ersten Blick ganz einfachen, großartigen Buch. Der nächste, bitte. Die Szenerie ist bekannt, eine Arztpraxis. Wohlgefüllt, es sind zwar keine Menschen da, aber eine Menge Tiere. Und wir haben einen freundlichen Arzt, der gerade die Tür geöffnet hat und sagt, der Nächste bitte. Als Erster kommt das Krokodil herein. Das Krokodil hat Zahnschmerzen und zwar ziemlich heftig. Und der Arzt ist aber optimistisch, dass er das Problem hinkriegt und holt eine Zange. Hier zum Beispiel sehen wir gleich das Krokodil an, das Schlimmste, wir mit ihm auch zusammen. Oh je, da wird wahrscheinlich ein Zahn gezogen werden müssen. Aber weit gefehlt. Unser Arzt sieht nämlich keinen Zahn, sondern einfach einen Stängel von einem Lolli. Und er gibt den guten Rat mit zum erleichterten Krokodil, beim nächsten Mal den Stängel nicht mitessen, nur den Lolli. Die Tür geht wieder auf. Und der nächste Patient kommt in die Praxis. Ein Elefant, der Rüsselschmerzen hat. Rüsselschmerzen. Der Doktor guckt in den Rüssel und weiß auch gleich, was hier los ist. Und er rät zum kräftig Pusten. Das tut unser Elefant auch. Und zwar immer mehr und immer mehr. Eine riesengroße Blase entsteht, die mit einem großen Paff platzt. Ja, und auch hier war der Doktor erfolgreich und sagt, das nächste Mal kein Kaugummi mit dem Muskel essen. Die Tür geht wieder auf. Merken Sie was? Da fehlen ein paar Tiere. Waren da nicht am Anfang ein paar mehr da? Sie haben wahrscheinlich gut aufgepasst und das gesehen. Als nächstes kommt das Krokodil. Und das Krokodil hat schrecklich Bauchschmerzen. Und unser Arzt schaut in das Maul hinein und denkt, oh, was ist das denn? Tja, was der Wolf hier macht, sehen Sie. Schluck. Und dann kommt er ins fast leere Wartezimmer, wo nur noch ein unschuldiges Schaf sitzt und sagt, der Nächste bitte. Die Geschichte hinter der Geschichte haben Sie vermutlich verfolgt, das aufmerksame Kinderauge mit Sicherheit auch. Da sind nämlich zwischendrin ein paar Tiererpannen gekommen. Der Hase und die Ente. Und die hat sich unser Wolf natürlich schon dran gemacht. Das ist eine super Geschichte, die Kinder nach kürzester Zeit Ihnen nacherzählen werden. Oder Sie werden es nachspielen. Das machen Kinder nämlich auch ziemlich gern. Zusammen mit Erwachsenen am besten. Oder mit anderen Spielkameraden. Eine immer wieder Vorlesegeschichte mit einem ziemlich schwarzen Humor und ein großer Spaß für alle.